unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann und so weiter und so fort. Das heißt, wenn Gott allein Unsterblichkeit hat, dann haben Engel keine Unsterblichkeit. Die sind also genauso wie Menschen oder andere geschaffene Wesen von dem Leben Gottes abhängig. Ob sie auch von einem Baum des Lebens schon immer gegessen haben oder ob das etwas ist, was Gott später mal erfunden hat, das entzieht sich unserer exakten Kenntnis. Fakt ist, die Engel müssen auch am Leben erhalten werden und sie essen sogar. In Psalm 78, da gibt es den Hinweis darauf, dass das Manna, das in der Wüste fiel, auf der Wüstenwanderung, die 40 Jahre durch die Wüste, dass das in Wirklichkeit das Brot war, das sonst Engel essen. Einige Übersetzungen geben das nicht so deutlich wieder, aber in einigen Übersetzungen kann man das sehen. In Psalm 78 und dort Vers 25, die Schlachter sagt zum Beispiel, der Mensch aß das Brot der Starken. Aber dieses Wort stark kann auch Engel bedeuten. Und daran sieht man also, dass die Engel nicht nur von Luft und Liebe leben, sondern auch sich ernähren. Und die Tatsache, dass sie alle am Leben erhalten werden durch Gott, wird sehr deutlich auch durch einen Bibelvers in Kolosser 1. Und der gibt dann auch die Antwort auf die letzte Teilfrage, nämlich warum der Satan oder ob der Satan oder warum er immer noch am Leben ist. Es heißt hier nämlich über den Sohn Gottes, den zweiten dieser drei, die Gott heißen, in Kolosser 1, Vers 16, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Thron oder Herrschaft oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Das heißt, derselbe Gott, der es regnen lässt über Böse und Gute, der auch Sünder noch am Leben erhält, um ihnen eine Chance zu geben, sich zu bekehren und sie selbst dann noch am Leben hält, wenn diese Chance bereits vertan ist für einen gewissen Zeitraum. Wir werden sehen, warum. Der lässt auch den Satan und die Dämonen noch für einen längeren Zeitraum am Leben. Und wie ich schon vor einigen Tagen mal gesagt habe, die letztendgültige Antwort kommt dann in Episode 27. Können wir noch nicht vorausgreifen. Aber wir werden sehen, das hat alles einen Sinn. Eine andere Frage ist noch gestellt worden, die bezog sich eigentlich auf den Vortrag am Montag und am Mittwoch ist die mir durchgerutscht, wir haben sie vergessen zu beantworten, aber sie ist eine sehr gute Frage, deswegen wollte ich sie auf jeden Fall nicht ignorieren. Und zwar in Bezug auf die Geschichte von dem Achan. Wir haben ja gesehen, was das bei der Einnahme Kanaans durch die Israeliten, bei der Eroberung von Jericho ein Israelit sich an den Schätzen Jerichos vergriff, ein bisschen Gold und Silber und ein babylonisches Gewand stahl. Und die Frage ist gestellt worden, warum ist dann die ganze Familie von Achan gestorben, wenn nur er gesündigt hat? Und man könnte andere Beispiele anführen in der Bibel, wo öfter viele Familienangehörigen mit dem eigentlichen Übeltäter umgekommen sind. Und die Frage ist jetzt sozusagen, dahinter gibt es bei Gott so eine Art Sippenhaft. Ja? Wenn der Familienvater etwas Schlechtes tut, dann müssen halt alle dran glauben. Interessanterweise gibt die Bibel dazu eine sehr klare und deutliche Antwort in Hesekiel 18, da heißt es in Hesekiel 18, Vers 20, die Seele, welche sündigt, die soll sterben. Der Sohn soll nicht die Missetat des Vaters mittragen und der Vater soll nicht die Missetat des Sohnes mittragen. Auf dem Gerechten sei seine Gerechtigkeit und auf dem Gottlosen seine Gottlosigkeit. Das heißt, wenn Familienangehörigen mitsterben, dann nur deswegen, weil sie an derselben Rebellion entweder aktiv oder unterstützend mit teilgenommen haben. Und es gibt Beispiele in der Geschichte der Bibel, wo Familienangehörige von Erzrebellen nicht mit umgekommen sind. Wir erinnern uns vielleicht an die Geschichte von Korach, der in der Wüste meinte, er müsste aufsteigen zum Führer des Volkes und der umgekommen ist und auch der Datan und der Abiram und ihre Familien. Aber von dem Korach heißt es, dass seine Söhne nicht gestorben sind. Tatsache ist sogar, dass seine Söhne eine ganze Reihe von Liedern komponiert haben, die später in der Bibel in den Psalmen aufgeschrieben sind, gerade so die Psalmen 44 und 45 und 46. Da heißt es immer von den Söhnen Korachs. Ja. Da gab es also Familienangehörigen eines Rebellen, die sich nicht der Rebellion angeschlossen haben und sie sind nicht dann mit bestraft worden. Also Gott ist ein sehr fairer und gerechter Gott. Und ich denke, dass
zeigt uns, dass wir ihm wirklich vertrauen können und dass es bei ihm keine Ungerechtigkeit gibt. Wenn Sie Fragen und Antworten haben, wie schon angesprochen, scheuen Sie sich nicht. Es gibt viele interessante Fragen zu diesen Themen und hoffentlich auch gute Antworten. Hier auf weltengeschichte.de, fragen@weltengeschichte.de können Sie diese Fragen stellen oder auf dem grünen Button oder in unserer orangen Box. Kurze Zusammenfassung für alle, die vielleicht unter der Woche nicht immer Zeit gehabt haben, mitzuverfolgen, was wir in den letzten Episoden betrachtet haben. Was bisher geschah? Wir haben begonnen mit der Ausgangsfeststellung, Gott ist Liebe und er ist es immer, er ist immer derselbe. Das ist die Gesetzmäßigkeit, das Gesetz Gottes. Er schuf die Welten als Ausdruck seiner Kreativität und jemand griff dieses Gesetz der Liebe an, glaubte nicht, dass Gott immer derselbe ist und begann seine eigene Agenda der Selbsterhöhung als Rebellion zu starten. Ein Drittel aller Engel folgte ihm. Gott schuf die Erde und schuf den Menschen als Beweisstück in diesem großen Kampf, dass er wirklich gut ist und dass immer. Doch der Mensch wurde verführt durch das Wirken dieses Satans, dieses Gegenspielers, der ja, zum Bösewicht geworden war. Gott entschied sich, die Menschheit trotzdem nicht aufzugeben. Er entschied sich, einen Plan umzusetzen, der schon längst entworfen war. Und als Zeichen dafür, für das Opfer, das Gott selbst bringen würde, sollten Opfer gebracht werden. 1656 Jahre lang ging die Sünde um die Welt, bis Gott nach langer Geduld sie, die alte Welt, in den Fluten der Sündflut vernichtete. Nachdem sich dann die Völker wieder ausgebreitet haben, 8 Menschen überlebt hatten und die Sünde wieder und die Rebellion auf der Welt umzugreifen drohte, hat Gott einen Mann, den Abraham, berufen, sein Bote zu sein. Seine Nachfahren endeten in Ägypten, im Land der Pharaonen, wurden dort zu einem großen Volk, wurden unterdrückt und durch einen der ihren, der beinahe Pharao geworden wäre, aber dann das Land verlassen musste, Mose aus Ägypten herausgeführt, hat einen Auftrag bekommen von Gott und im Jahre 2513 verließ das Volk Israel 2 Millionen als das Volk Gottes das mächtigste Reich der Welt, Ägypten. Die ägyptische Armee versank in den Fluten und Gott führte sein Volk an den Berg Sinai, wo er sein Gesetz der Liebe diesem Volk gab, damit sie ein Königreich von Priestern sein sollten, um der ganzen Welt zu zeigen, wie Gott wirklich ist. Stattdessen haben sie sich immer wieder verleiten lassen, doch die Lügen des Satan, die Lügen der heidnischen Völker zu glauben. Trotzdem hat Gott sie durch die Wüste geführt und hat ihnen anhand eines Zeltes zeigen wollen, wie sein Heil, seine Erlösung funktioniert. An der Grenze zum gelobten Land Kanaan, das Gott schon dem Abraham verheißen hatte, rebellierten sie und mussten dann für weitere 38 Jahre in die Wüste. Am Ende dieser langen Zeit hat Mose das Volk noch einmal eindringlich beschworen, doch Gott wirklich zu glauben und ihn zu lieben von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Er starb, aber Gott erweckte ihn von den Toten als Ersten. Das Volk währenddessen unter der Führung von Josua ging in das gelobte Land, eroberte die Städte und die 12 Stämme verbreiteten sich in Palästina, 3 von ihnen 2,5 im Ostjordanland. Und als dann die Generation, die Josua noch kannte, gestorben war, kamen die Götter der Kanaaniter wieder zum Vorschein und das Volk fiel oft ab. Es kam zu grausigen Dingen. Wir haben in der letzten Episode einige beispielhaft angeschaut. Aber Gott sandte immer wieder Richter wie Jephthah und wie Simson und wie Gideon, die, obwohl sie selbst oft fehlerhaft waren und schwere Sünden begingen, durch Gottes Wirken das Volk retten konnten. Wie ein Lichtstrahl in jener dunklen Zeit mutete die Geschichte dieser moabitischen Frau Ruth an, die in das Volk Gottes aufgenommen wurde, weil sie sich für den Gott Israels entschied. Dort am Heiligtum in Shiloh wurde ein kleiner Junge, der als Gebetserhörung geboren worden war, berufen. Sein Name war Samuel. In seiner Zeit ging die Bundeslade in einem Krieg gegen die Plischtim, die Philister, verloren und musste zurückgebracht werden durch wundersames Wirken Gottes.
Samuel hat dann das Land reformiert, er hat es aus der moralischen Finsternis herausgebracht, er hat Schulen gegründet und hat das Volk als Richter und Priester und Prophet wieder den Willen Gottes und das Gesetz Gottes beizubringen versucht. Die wollten trotzdem dann einen König wie die Heiden. Und Gott erlaubte es ihnen, obwohl er ihnen deutlich machte, dass das nicht zu ihrem Besten sein würde. Und so wurde Saul als König auserwählt. Gott gab ihnen einen König, der genau dem entsprach, was sie haben wollten. Einen großen, schönen, starken, militärisch erfolgreichen König, der allerdings schon bald, nur kurz nach seiner Ernennung und Erwählung als König, zeigte, dass er nicht für diese Aufgabe geeignet war. Und Gott machte ihm deutlich, dass er ihn als König verworfen hatte. An der Stelle haben wir aufgehört und an der Stelle werden wir heute Abend mit einem wirklich bewegenden Thema weitermachen. Bevor wir aber beginnen, lassen wir uns mit einem Gebet starten. Lieber Vater im Himmel, wir kommen heute Abend zu dir, um eine Geschichte zu hören und Worte zu vernehmen, die in so vielen Punkten uns etwas lehren kann. Wir möchten dich bitten, dass durch deinen Heiligen Geist wir deine Stimme zu unserem Herzen heute Abend hören, dass wir Vertrauen auf deine Führung, deine Weisheit bekommen, dass wir deinen Plan für unser Leben deutlich erkennen. Bitte halte du alle Störende fern und schenk du uns ein Herz nach deinem Herzen. Im Namen Jesu. Amen. Episode 12. Die Hymnen des Hirten. Das dunkle Zeitalter hatte nicht nur in Israel seine Narben hinterlassen. Unter dem Ansturm der Seevölker waren ganze Königreiche, ganze Reiche zugrunde gegangen. Von dem einst so stolzen Hethiterreich in Kleinasien war so gut wie nichts mehr übrig geblieben. Selbst Kemet, das Land Ägypten, hatte sich schwer erwehren müssen den fortwährenden Angriffen. Andere stolze und alte Weltreiche waren auf ein Minimum reduziert. Vom großen Assyrien blieb nur noch ein kleines Gebiet übrig. Und auch Babylon, war längst nur noch ein Schatten der alten Vergangenheit. Stattdessen hatten sich im Nordwesten des Orients kleine Fürstentümer gebildet, aramäischer Ethnie, die alle gegeneinander ein bisschen kämpften, aber keine großen politischen Strukturen ausbauten. Es schien fast so, als ob die ganze damals zivilisierte Welt darauf wartete, dass eine neue Supermacht, ein neues Weltreich entstehen könnte. Und die Welten schauten herab und fragten sich, ob nicht das gerade frisch gegründete Königreich Israel diese Rolle übernehmen könnte, ob nicht Israel als Weltmacht und als Weltreich die Prinzipien des Gesetzes Gottes in die Welt tragen könnten. Nie zuvor waren die Gegebenheiten weltpolitisch so günstig wie in jener Zeit. Doch das Königtum in Israel hatte gerade andere Sorgen. Samuel, der Königsmacher, der Priester und Prophet und Richter gewesen war, saß Tag für Tag, Woche für Woche in seiner Heimat in Rama und trauerte. Immer wieder dachte er zurück an die Szenen auf dem Berg Karmel, als nach der vermeintlich glorreichen Schlacht gegen die Amalekiter Saul, der neue König Israel, sich ein Denkmal gebaut hatte. Aber er, Samuel, von Gott berufen worden war, ihm dort vor dem ganzen Volk schneidende Worte zu sagen.
Denn Ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei und Widerspenstigkeit ist wie Abgötterei und Götzendienst. Was war geschehen? Saul hatte mal wieder Gottes Willen nicht beachtet. Er hatte die Vernichtungsaktion gegen Amalek als Strafgericht gedacht, zur eigenen Bereicherung genutzt. Und so musste vor den versammelten Heeren Israels der beliebte und populäre König die Worte des alten Propheten hören, weil du nun das Wort des Herrn verworfen hast. So hat er dich verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Immer wieder musste Schmuel daran denken, wie die entsetzten Gesichter ihn angeschaut hatten, als er diesen Berg Karmel hinabgegangen war. Unser neuer König, der gerade diese glorreichen Schlachten gewonnen hat, er soll nicht mehr König sein? Ja, wer dann? Das wusste Schmuel auch nicht. Und Samuel trauerte. Und er fragte sich, ob es sich vielleicht eine Möglichkeit gäbe, den König Saul doch noch zur Umkehr zu bewegen. Was würde jetzt geschehen? Sie hatten einen König, aber Gott anerkannte diesen König nicht mehr. Und als er so melancholisch vor sich hin trauerte, sprach Gott zu ihm, bis wann trägst du noch Leid um Saul, da ich ihn doch verworfen habe, dass er nicht mehr König sein soll über Israel? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin, ich will dich zu Isai, dem Bethlehemiter, senden, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen König ausersehen. Schmuel war sich nicht so sicher und er fragte, ob es überhaupt eine gute Idee wäre, bei einem bestehenden König einen anderen zu wählen. Was würden die Leute denken? Aber Gott hörte nicht mehr auf seine Bedenken, sondern gab den klaren Befehl, ich aber will dir zeigen, was du tun sollst, sodass du mir den salbst, den ich dir nennen werde. Samuel kannte die Stimme Gottes nur zu gut seit den Tagen, wo er gerufen worden war mit Samuel, Samuel. Und so nahm er sich das Öl und ging nach Bethlehem, jenem Ort, der so oft schon Gegenstand verschiedenster Geschichten gewesen ist. Und da kam an dem Grab von Rachel vorbei, die seit Jahrhunderten dort begraben war. Und er kam nach Bethlehem. Und dort kam er in das Haus von Isai und er deutete an, dass eine größere Sache zu erwarten sei von dieser Zusammenkunft. Und man machte ein großes Fest und nachdem man gut gespeist hatte und dabei ein bisschen erzählt hat über die Geschichte der Familie und Isai stolz erzählte, wie er der Sohn von Oved war. Er, der alte Isai, war tatsächlich der Enkel von Boas und Ruth. Und er erzählte all die Geschichten, die er von seinem Vater Oved gehört hatte, über Ruth und Boas. Und als sie so mit dem Essen und dem Erzählen zu Ende waren, da ließ Schmuel die Söhne des Isai antreten. Schön sahen sie aus, groß und stark. Eliab und Abinadab und Shammah. Vor allem Eliab, der Erstgeborene, hat es ihm angetan. Der wäre ein guter Ersatz für Saul. Aber Gott sprach zu ihm, schaue nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Und Samuel musste zugeben, dass das eine kluge Idee war. Der gut aussehende und starke König Saul hatte sich als Flop erwiesen. Und so ging einer der Söhne nach dem anderen ihm vorbei und als alle sieben fertig waren, da schaute Schmuel etwas ratlos. Keiner von den sieben sollte es sein. Aber da war kein anderer. Und er schaute noch einmal den Tisch entlang, ob vielleicht einer gerade sich auf den Weg gemacht hätte. Und er fragte den Isai, sind das alles deine sieben Söhne? Und der sagte, naja, eigentlich nicht, ich habe noch einen ganz kleinen. Aber für dein Anliegen ist der bestimmt nicht in irgendeiner Weise geeignet. Der ist muss sich um die Schafe kümmern. Und Schmuel sandte einen Boten aus.
Isai sagte ihm noch, dort hinten, da, hinter den Hügeln, dort wirst du ihn finden. Wahrscheinlich wirst du ihn hören, bevor du ihn siehst. Und der Bote lief. Er lief über die Hügel und tatsächlich hörte er etwas, bevor er jemanden sah. Er hörte den Klang von Harfen, von einer Harfe. Und dann hörte er das Mähen der Schafe und er sah dort im Sonnenlicht einen jungen Mann, der die Schafe hütete. Und er war fast sprachlos von den Worten, die er dort vernahm. Zu den Klängen der Harfe hörte er diesen jungen Mann singen: Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Wann war das letzte Mal, dass Engel im Himmel einen Menschen gehört hatten, der wirklich fest überzeugt war, dass Gott ihm alles geben würde? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Dieser junge Mann konnte sein Lied nicht beenden, denn er wurde leicht unsanft aus seinem Gesang unterbrochen. Sein Name war David, der Liebevolle. Und er wurde sehr schnell zu diesem Fest, diesem Opferfest gebracht und ehe sich's versah, rann das heilige Öl über sein Haupt. Kaum war ihm bewusst, was das bedeutete, aber Samuel erklärte dem zitternden Jungen, dass Gott ihn zum König über Israel gesalbt hatte. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Samuel ging zurück nach Rama. Jetzt war ein König gesalbt, aber Probleme waren noch nicht gelöst. Denn bis auf ihn und ein paar Familienangehörigen wusste niemand von diesem König. Und Samuel stellte sich in Rama die Frage, würde jemand diesen Schafhirten als König anerkennen? Würde Saul einfach so freiwillig abtreten? Wohl kaum. Es gab einen Gesalbten in Israel, aber fast niemand wusste von ihm. Währenddessen ging es mit Saul steil bergab. Immer wieder hatte er Anfälle, schrie und tobte und seine Augen starrten in die Leere. Und seine Bediensteten tuschelten hinter den Wänden und sagten, das ist ein böser Geist. Der Geist Gottes hat ihn verlassen. Man fragte sich, was man tun könnte. Und man ahnte, dass vielleicht gute Musik ihm helfen könnte. Die Boten gingen durchs Land und bekamen schnell den Tipp, dass es dort einen jungen Mann gab, der so wunderbar die Harfe spielen konnte. Und David wurde an den Königshof gebracht, an eine kleine Ecke dort, wo ihn niemand sehen konnte, gestellt. Und dann sollte er spielen. Und er spielte und der Geist von Saul beruhigte sich. Diese Klänge taten ihm gut. Sie erinnerten ihn irgendwie an die Zeit, als Gott noch mit ihm war. Die Zeit, als er damals die Propheten getroffen hatte und auch anfing zu weissagen. Diese Klänge erinnerten ihn an die Zeit, als der Geist Gottes auf ihn gekommen war, als er vertrauensvoll im Glauben vorangegangen war. Und bei Jabes die Ammoniter geschlagen hatte. Das waren schöne Erinnerungen. Doch bald schon wurde er je in die Tagespolitik zurückgerufen. David wurde zurückgeschickt zu den Hirten, zu den Schafen, denn König Saul musste sich um Wichtiges kümmern. Die Plishtim, die Philister, hatten sich erneut zur Schlacht gesammelt. Bei Socho, im Terebintental, lagerten sie sich.
Und die Armee Israels lagerte auf der anderen Seite. Auch David hatte davon gehört, seine drei ältesten Brüder waren einberufen worden, um unter dem Befehl von König Saul und seinem großen General Abner dort an der Schlacht teilzunehmen. Isai, der alte Isai, machte sich Gedanken, wie es seinen drei Söhnen wohl ginge. Und er sandte David mit ein bisschen Käse und anderen Lebensmitteln dort nach Socho. Und als David dort ankam, sah er die beiden Heere getrennt von diesem Tal und dem Fluss, dem Bach dazwischen. Aber er sah keinen Kampf, er hörte nur das laute Rufen eines gigantischen Menschen. Da stand er, einer der letzten Riesen der Philistim. Sein Name war Goliath. Und glänzend war seine Rüstung, glänzend waren seine Waffen, glänzend war seine Ausdrucksweise allerdings nicht. Er beschimpfte den Gott Israels, er verfluchte die Armee und er verhöhnte den König, den die Israeliten doch gewählt hatten, um ihre Schlachten zu schlagen. Der saß zitternd im Zelt. Immer wieder hatte Goliath vorgeschlagen, dass er in einem Zweikampf mit dem größten Kämpfer Israels die Schlacht allein entscheiden könnte. Das war damals eine übliche Tradition, dass anstatt ganze Armeen aufeinander trafen, zwei Vorkämpfer die Sache unter sich entschieden. Das hatte den guten Vorteil für beide Könige, dass man Leute sparte im Kampf. Und dort stand er mit seinen über 3 Metern, seinen gewaltigen Waffen, und lachte und höhnte und schrie und klopfte sich auf die Brust und fragte die versammelten Zehntausenden oder vielleicht 100.000 Israeliten, ob es irgendjemanden gäbe, der es mit ihm aufnehmen würde. Da war Schweigen im Terebintental von Socho. Und als David ihn hörte, da wurde ihm ganz anders zumute. War denn niemand da, der wusste, dass das nur ein unbeschnittener Heide war? Einer von den Plishtim, von den Einwanderern? Und er sprach und rief, ja, warum kämpft denn keiner mit ihm? Was wäre denn der Gewinn, wenn man ihn besiegen würde? Und die Soldaten schauten ihn an, diesen dahergelaufenen Hirten mit seinem bisschen Käse. Sein älterer Bruder nahm ihn zur Seite, schaut ihm tief in die Augen und vielleicht war da ja noch ein bisschen Neid aus dem Opferfest übrig, als er sagte, warum bist du herabgekommen und bei wem hast du dort in der Wüste die wenigen Schafe gelassen, selbst die kleinen Pflichten, die man dir gibt, die tust du nicht zu unserer Zufriedenheit. Ich kenne deine Vermessenheit und die Bosheit deines Herzens wohl. Der beinahe König geworden war, weil man sein Herz nicht lesen konnte, meinte das Herz dessen zu kennen, von dem Gott sagte, dass es ein Mensch nach dem Herzen Gottes ist. Ich kenne deine Vermessenheit, die Bosheit deines Herzens wohl, denn nur um den Kampf zu sehen, bist du herabgekommen. Geh zurück zu den Schafen. Aber David war nicht gekommen, um den Kampf zu sehen. Er war gekommen, um eben diesem Eliab ein bisschen Käse zu bringen. Aber den hat er jetzt auch vergessen. Jetzt war er gekommen, um etwas zu tun. Wenn niemand etwas tat, dann musste er etwas tun. So sprach er. Und er wurde zum König gebracht. Der konnte sich nicht mehr an ihn erinnern. Zu viele Bedienstete laufen ständig am Königshof herum. Und er schaute ihn etwas mitleidig an. Aber als David immer wieder darauf insistierte, dass er mit dem Goliath kämpfen könnte, dann dachte sich Saul, naja, dann muss ich ja nicht wenigstens tun. Und er fragte ihn, ob er jemals sowas getan hätte. Und David erzählte von den Löwen, die immer wieder seine Herde besuchten. Er erzählte auch von den Bären, die er eigenhändig besiegt hatte. Und jetzt hatte Saul ganz gute Zuversicht. Er nahm seine eigene Rüstung und steckte den jungen David hinein und der war stolz,
die Rüstung des Königs von Israel tragen zu dürfen, denn eiserne Materialien gab es damals so gut wie nicht. Nur der König und seine Söhne hatten so etwas. Und er wollte schon stolz dahergehen, da merkte er, dass diese Rüstung ihm wirklich schwer zu schaffen machte. Er konnte sich kaum drin bewegen. Und er wollte ja nicht unhöflich sein, er wusste gar nicht, wie er es ausdrücken sollte, aber schließlich machte er deutlich: Lieber König, deine Rüstung hilft mir nichts. Und so ging er ungeschützt auf Goliath hinzu. Er stoppte am Bach und suchte sich 5 schmale, flache Steine. Und als Goliath sah, dass dort Bewegung war, war er ganz aufgeregt, dass er endlich kämpfen könnte. Aber als er sah, wer dort kam, da wurde es ihm fast langweilig. Aber als er höhnte und spottete und David als einen lächerlichen Hund betitelte, sprach der: Du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Herrscher, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. Das war zu viel für Goliath. Und übermächtig und gewalttätig schrie er auf. Und weil er so arrogant war, riss er sich seinen Helm nach hinten, zeigte sein grimmiges Gesicht und rannte auf David zu. Und in einem Bruchteil von Sekunden erinnerten sich Malachim im Himmel, dass sie schon einmal vor Jahrhunderten gesehen hatten, wie Engel, wie Riesen auf das Volk Gottes zugerannt waren. Damals in Baschan. Diesmal war es nur ein Einzelner, aber der rannte mindestens genauso schnell. Damals war die Wolkensäule vorwärts gegangen. Diesmal war da keine Wolkensäule, aber eine Stimme im Herzen dieses jungen, gläubigen Mannes. Und er rannte auf diesen Fleischkoloss, der in gewaltiger Rüstung auf ihn zustürmte. Er rannte auf ihn zu. Er nahm seine Schleuder und er schwang sie und schleuderte den ersten Stein und er traf Goliath direkt in die Stirn, die er zuvor entblößt hatte. Da lag er. Sein Schwert war ihm aus der Hand geglitten. David ging hinzu, nahm das Schwert und trennte seinen gewaltigen Kopf von dem Rumpf ab. Jetzt schrie Goliath nicht mehr, aber die ganze Armee Israels, denn sie freuten sich, weil die Philister plötzlich in Panik das Tal verließen. Es wurde eine gewaltige Schlacht und der ganze Rückweg der Philister war übersät mit Leichen. Währenddessen standen Saul und sein General Abner ungläubig am Zelt, guckten sich an und fragten: Kennst du den? Und Abner, der General über die ganze Armee, musste ehrlich sagen: Ich habe ihn noch nie gesehen, ich weiß nicht, wer das ist. Kurze Zeit später kam David, hatte schwer zu tragen an dem großen Kopf des Goliath, wahrscheinlich hat ihn mit 2 Armen getragen, mit dem er sich vor die beiden stellte und sagte: Ich bin David. Einen hat es besonders beeindruckt. Einen, der ähnlich Mut gehabt hatte, und das war der Sohn von Saul, Jonathan. Er selbst hatte ja vor nicht allzu langer Zeit mit seinem Waffenträger einen steilen Berghang erklommen. Er selbst war ein mutiger Mann, aber diesmal war ihm das zu heikel gewesen. Und David und Jonathan freunden sich an. Für David war das eine zwiespältige Sache. Denn er wusste, dass Jonathan naturgemäß der Thronfolger sein würde. Aber sie beiden wurden gute Freunde. Und als im Triumphzug dann die Armee in der Heimat zurückkehrte, da sangen die Menschen von den Siegen Sauls
Und sie sangen von den Siegen Jonathans. Aber sie sangen am meisten und am lautesten und am schönsten von den Siegen Davids. Und Saul wurde sehr eifersüchtig. Sehr eifersüchtig. Und der Satan flüsterte ihm ein: Er wird König werden. Du wirst deinen Platz verlieren. Das macht ihn wahnsinnig. Und der Wahnsinn kam zurück und man rief David, der jetzt sowieso öfter einging am Königshof und ein- und ausging. Und er sollte wieder spielen und er tat das sehr gerne. Er war ja der Liebling aller und so spielte er wieder seine Psalmen. Doch diesmal rastete Saul aus und hätte beinahe David samt seiner Harfe an die Wand geschleudert. Zweimal geschah das. Und Saul überlegte, wie er David loswerden könnte. Er hatte einen Plan gefasst. Warum den David nicht eine meiner Töchter zur Frau geben? Und er fragte ihn, ob er nicht Merab heiraten möchte. Aber als Preis dafür sollte er Philister erschlagen. Und er hoffte, dass in dem Kampf David fallen würde, aber der erschlug alle Philister. Trotzdem gab er Merab einem anderen. Aber er hatte eine zweite Tochter. Und die hieß Michal, eine Kurzform von Michael. Und die liebte David von ganzem Herzen. Und als Saul das sah, suchte er nach einer Gelegenheit, wieder David an das Messer zu liefern. Und er sagte, du kannst Michal heiraten. Es gibt einen Brautpreis, den du bezahlen musst. Nicht Kühe und nicht Schafe oder Kamele, sondern als Brautpreis für Michal brauche ich vor heute 100 Stück, und zwar philistäische. Für David war das gar kein Problem. Und innerhalb kürzester Zeit brachte er 100 Vorhäute. Freilich lebten die Menschen, denen diese Vorhäute gehört hatten, dann nicht mehr. Und so wurde Michal seine Frau. Und Saul ärgerte es, dass all seine Taktik und all sein Navigieren und seine Politik nicht das brachte, was er hoffte. Er wünschte sich, dass David stirbt. Aber irgendwie geschah das nicht. Und so wurde Saul sein Satan, sein Feind. Und immer wieder kamen diese Attacken. Manchmal lief ihm der Geifer aus dem Mund, schlug mit seinem Kopf an die Wand. Manchmal schlug er sich Wunden und David spielte zitternd, denn er wusste mittlerweile, dass Harfenspiel im Thronraum des Königs lebensgefährlich war. Und fast schon mit Ansage flog auch diesmal der Speer, bis David einsah, er ist nicht willkommen am Königshof. Und als er zu Hause eingeschlossen wurde, als die Schergen von Saul das Haus belagerten, da ließ ihn seine Frau Michal des Nachts aus dem Fenster. Und er floh, musste seine Frau, seine Freunde zurücklassen. In jenen Tagen dichtete er eine Hymne, er dichtete ein Lied: Mein Gott, rette mich vor meinen Feinden, beschütze mich vor meinen Widersachern. Denn siehe, sie lauern auf mein Leben, starke sammeln sich gegen mich, ohne mein Verschulden und ohne, dass ich gesündigt hätte, o Herr. Gegen einen Unschuldigen laufen und rüsten sie sich. Erwache, komm mir entgegen und sieh, mein Gott wird mir entgegenkommen mit seiner Gnade. Gott wird mich meine Lust sehen lassen an meinen Feinden. Das Wort ihres Mundes ist nichts als Sünde. Sie sollen sich verstricken in ihrem Hochmut, wegen des Fluches und wegen der Lüge, die sie aussprechen.
Vertilge sie im Zorn, vertilge sie, damit sie nicht mehr sind, damit man erkennt, dass Gott in Jakob herrscht, bis an die Enden der Erde. Er war geflohen die ganze Nacht, er war geflohen den ganzen Tag, er wusste nicht wohin, aber dann kam ihm die Idee zu Schemuel, dem alten Propheten, der damals das Salböl über ihn gegossen hatte. So kam er nach Rama und erzählte ihm, dass er unterwegs sei. Mehrmals versuchte Saul, ihn dort aufzusuchen. Doch immer, wenn die Boten zurückkamen, dann sprachen sie nur von heiligen Dingen. Sie sprachen von der Zukunft und der Heilige Geist sprach aus ihnen und das nervte den Saul außergewöhnlich. So dachte er sich, wenn keiner dieser Boten den David an Rama fassen kann, gehe ich selbst hin. Und so kam er nach Rama. Aber noch bevor er überhaupt zum Haus von Schemuel kommen konnte, kam der Geist über ihn, der Geist Gottes. Er griff ihn wie einst den Bileam und er fing an zu weissagen. Und wieder sagten die Menschen, ist Saul unter den Propheten? Und er ging unverrichteter Dinge nach Hause. Währenddessen trafen sich Jonathan und David auf einem Feld. Und David fragte seinen Freund, was habe ich deinem Vater getan? Warum will er mich töten? Der meinte, du missverstehst ihn. Das waren Krankheitsanfälle. Er wirft auch manchmal andere Dinge nach anderen Leuten. Es geht ihm nicht wirklich um dich. Schau, David, wenn er wirklich dich töten wollte, das hätte er mir gesagt, ich bin der Thronnachfolger. Aber David schaut ihn fest in die Augen und sagte, dein Vater weiß, dass wir befreundet sind. Glaub mir, er will mich töten. Und Jonathan ließ David nochmals bei seiner Liebe zu ihm schwören, denn er liebte ihn wie seine eigene Seele. Hier waren zwei, die beide einander liebten wie sich selbst. So wie Gott damals im Gesetz hatte niederschreiben lassen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Hier waren endlich zwei Menschen, die wirklich zueinander hielten. Das Neumondfest kam und sie hatten verabredet, Jonathan und David, dass David fernbleiben sollte, um zu testen, was die Reaktion von Saul sein würde. Als Saul den leeren Platz sah, dachte er sich nichts und meinte, naja, vielleicht ist der David gerade unrein. Vielleicht hat er einen Aas berührt, vielleicht hat er sich nächtlich verunreinigt. Aber als am nächsten Tag der Platz wieder leer war, da fiel es ihm auf. Und er fragte, wo ist David? Und als Jonathan den David verteidigte, flog der Speer erneut, nicht auf den verhassten David, sondern auf seinen eigenen Sohn. Und als der beinahe von seinem Vater an die Wand gespießt wurde, sah er, dass Saul nicht einfach nur krank war. Saul war von Bitterkeit und Hass und Rebellion gegen Gott erfüllt. Und so trafen sie sich noch einmal auf dem Feld. Das verabredete Zeichen wurde getan, als Jonathan die Pfeile abschoss und rief das vereinbarte Zeichen. Und sie weinten beide und David weinte besonders viel. Und sie wussten nicht, ob sie sich jemals wiedersehen würden. Und so floh David aus der Gegenwart des Königs Saul. Er floh nach Nob, dort, wo die Priester wohnten, dort, wo Priester Achimelech gerade am Heiligtum diente. Aber David hatte Angst, genau zu erzählen, was passiert war. Und so sagte er auf die Nachfrage, warum er gekommen sei, dass er einen Auftrag hätte von König Saul. Und er wusste in seinem Herzen, das stimmt nicht ganz, aber er traute sich nicht, die Wahrheit zu sagen. Er war hungrig und die Männer, die bei ihm waren, brauchten etwas zu essen. Aber dort gab es nur die heiligen Schaubrote, die bestimmt waren für den Heiligtumsdienst. Und trotzdem gab Achimelech, der die Situation vielleicht erahnte, aber nicht wirklich verstand, etwas von diesen Schaubroten. David war auch unbewaffnet, er brauchte ein Schwert und er fragte, ob es irgendetwas wie ein Schwert gäbe. Und der Priester wies ihn auf das Schwert von Goliath, das dort am Heiligtum aufbewahrt worden war. David nahm es an sich. All das wurde beobachtet.
Dort war ein Mann, der alles sah. Sein Name war Doeg. Er war ein Edomiter, er war kein Israelit, aber er war der Chefhirte für alle Herden von Saul. Er kannte David, diesen Hirten. Er hat alles gesehen und alles gehört. Und David floh weiter nach Westen. Er floh aus dem Land Israel, aus den Grenzen Israels. Er floh Richtung Philisterland und er kam in dasselbe Tal, wo er den Goliath besiegt hatte. Und kam in die Stadt Gath. Und er komponierte dieses Lied: O Gott, sei mir gnädig, denn der Mensch wütet gegen mich. Den ganzen Tag bekriegt und bedrängt er mich. Meine Widersacher wüten gegen mich den ganzen Tag. Ja, viele bekriegen mich voller Hochmut. Wenn mir Angst ist, vertraue ich auf dich. In Gott will ich rühmen, sein Wort. Auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht. Was kann ein Mensch mir antun? Täglich verdrehen sie meine Worte. Auf mein Unglück gehen alle ihre Gedanken. Sie rotten sich zusammen, verbergen sich. Sie beobachten meine Tritte, weil sie auf mein Leben lauern. Sollten sie bei ihrer Bosheit entkommen, oh Gott, stürze die Völker nieder im Zorn. Und dann komponiert er diese bewegenden Zeilen: Du zählst, wie oft ich fliehen muss. Sammle meine Tränen in deinen Schlauch, stehen sie nicht in deinem Buch. Er war gesalbter Messias, er war der Gesalbte, der Maschiach, er war der König Israels, aber der König, der gerade regierte, verfolgte ihn so sehr, dass er nicht einmal in Israel sein durfte. Er musste zu den Feinden, er musste nach Gath, er musste zu den Philistern, den Plischtim fliehen. An dem Tag, da ich rufe, weichen meine Feinde zurück, das weiß ich, dass Gott für mich ist. Er hatte das komponiert, er war davon überzeugt, als er es geschrieben hatte, aber als er durch die Stadttore von Gath kam und all die Philister sah, da wurde ihm mulmig zumute. Und einige von ihnen erkannten ihn als den, der damals Goliath besiegt hatte, als den, der immer wieder Philister tötete und manchen von ihnen die Vorhäute abgeschnitten hatte. Und dem König von Gath wurde es berichtet: Ist nicht das der David? Und jetzt bekam er es mit der Angst zu tun. Er hatte so toll komponiert, er hatte so wunderbar Gottes Gnade dargestellt und seinen Schutz, aber jetzt war er nicht mehr ganz so sicher. Und alles, was ihm einfiel, war, sich verrückt zu stellen. Und er ging an das Stadttor und benahm sich wie ein völlig durchgedrehter und kritzelte an das Tor und rief und schrie und stammelte wirres Zeug. Der König von Gath betrachtete die Sache recht nüchtern. Fehlt es mir etwa an Verrückten, dass ihr diesen Mann hergebracht habt, damit er bei mir tobt? Sollte der in mein Haus kommen? Wenn das jemals der David gewesen ist, dann hat er sich jetzt schwer geändert und eine Gefahr stellt er auch nicht mehr dar. Und so wurde David vertrieben aus Gath und er lebte in einer Höhle, der Höhle Adullam. Und dort gesellten sich andere Verbrecher und gesuchte Personen und Räuber zu ihm und sie wurden eine Bande von Gesuchten. Seine Familie war bei ihm, denn sie war nicht sicher in Israel. Und als er überlegte, wo sie vielleicht am sichersten sein könnten, da kam ihm die Idee, vielleicht wäre Moab eine gute Idee. War nicht seine Vorfahren Ruth gewesen aus Moab? So brachte er sie in Moab in Sicherheit. Und dort in der Höhle Adullam kamen immer mehr von großen und starken Helden zu ihm. Aber auch dort konnten sie nicht lange bleiben und so flohen sie in den Wald Haret. Währenddessen hatte Saul bemerkt, dass David nicht mehr aufzufinden war. Und er fragte seine Bediensteten: Wo ist David? Hat ihn jemand gesehen? Schweigen. Sie befanden sich in Gibea, der Hauptstadt, dem Wohnort von Saul. Niemand hatte David gesehen. Niemand wusste, wo er abgeblieben war. Und als die Berater selbst überlegten, was wäre denn eine kluge Route gewesen, für den David zu nehmen, wo kann er denn sein? Da näherte sich von hinten ein Mann mit finsteren Augen. Doeg kam
Und er berichtete von dem, was er gesehen hätte, dass der Priester den David versorgt hätte. Und dass der Priester ihm das Brot und das Schwert des Goliath gegeben hätte. Und an demselben Ort, wo Jahrhunderte zuvor die Benjaminiter fast ausgerottet worden waren, weil diese Schandtat in Gibeah begangen worden war. Dort ließ Saul jetzt all die Priester zu sich kommen. 70 von ihnen traten an. Niemand von ihnen wusste etwas, warum David wirklich geflohen war. Aber Saul in seinem blinden Zorn glaubte nichts und er wollte sie alle töten. Aber niemand war bereit, die Priester des Herrn zu töten. Bis auf einen. Doeg. Der tat das gern. Und alle Priester Gottes starben dort in Gibeah. Bis auf Ephiatha, der fliehen konnte und das Ephod mit sich nahm und es in den Wald Haret brachte. Und David schrieb ein Lied über Doeg. Er schrieb: Was rühmst du dich des Bösen, du Tyrann? Die Gnade Gottes ist den ganzen Tag da. Deine Zunge trachtet nach Schaden wie ein scharfes Schermesser. Du Betrüger, du ziehst das Böse dem Guten vor, redest lieber Lüge als Gerechtigkeit. Du liebst alle verderblichen Worte, du trügerische Zunge. So wird auch Gott dich stürzen für immer. Er wird dich wegraffen und herausreißen aus dem Zelt und dich ausrotten aus dem Land der Lebendigen. Aber David wusste auch, dass wenn er die Wahrheit gesagt hätte, die Priester vielleicht heute noch leben konnten. Kurze Zeit später erhielt er einen Hilferuf. Die Stadt Keila war von Philistern angegriffen worden. Und Gott sprach zu ihm: Geh hin und schlage die Philister und rette Keila. Aber seine Mannen sagten: Bist du wahnsinnig? Wir sind froh, endlich ein Versteck gefunden zu haben, hier im Wald Haret, wo uns der Saul nicht findet. Du willst Krieg führen gegen die Philister? David war sich selbst nicht sicher. Er fragte Gott noch einmal. Nachdem die Worte seiner Freunde ihm im Sinn waren: Siehe, wir fürchten uns schon hier in Juda und nun sollen wir sogar nach Keila gehen, gegen die Schlachtreihen der Philister ziehen. Aber Gott wiederholte die Worte und sagte: Mache dich auf, zieh hinab nach Keila, denn ich will die Philister deine Hand geben. Er zog mit seinen wenigen Mannen und sie besiegten die Philister und retteten Keila und wohnten einige Zeit in der Stadt, bis Saul hörte, dass David in Keila sei. Und in seiner Angst fragte David Gott: Was wird geschehen, wenn Saul mit seiner Armee kommt? Werden mich die Bewohner ausliefern? Die Antwort war zweimal deutlich: Ja, sie werden es tun. Du hast sie gerettet, sie werden dir nicht dankbar sein. Er musste wieder fliehen. Und er floh in die Bergwüste, in das Land Ziph. Und dort begegnete ihm Jehonatan, der hat ihn aufgesucht. Und noch einmal erneuerten sie dort ihren Bund und Jehonatan schaute ihm in die Augen und sagte: Fürchte dich nicht, denn die Hand meines Vaters Saul wird dich nicht finden, sondern du wirst König werden über Israel und ich will der Nächste nach dir sein. Auch mein Vater Saul weiß dies wohl. Was war das für ein Mensch, der freiwillig auf sein Recht, König zu werden, verzichtete für den, den er liebte? Aber die Bewohner von Ziph verrieten dem Saul, dass David unter ihnen war. Und so kam Saul erneut mit seiner Armee und verfolgte den David. Berghügel über Berghügel verfolgten sie einander, bis irgendwann nur noch ein Bergrücken die beiden trennten. Auf der einen Seite lief David mit seinen wenigen Mannen, auf der anderen Seite die Armee von Saul. Es war nur noch ein Haarspalt und David war gefunden. Aber just in diesem Moment kamen die Philister, drangen in das Land wieder ein und Saul musste mit seiner Armee abdrehen. Und David komponierte auch dort ein Lied und sagte: O Gott, rette mich durch deinen Namen und schaffe mir Recht durch deine Macht. O Gott, erhöre mein Gebet und achte auf die Reden meines Mundes. Denn Fremde haben sich gegen mich erhoben und Gewalttätige trachten mir nach dem Leben. Sie haben Gott nicht vor Augen. Siehe, Gott ist mein Helfer. Der Herr ist es, der mein Leben erhält. Und wenn er Philister im richtigen Moment zur Attacke ruft, er wird meinen Feinden ihre Bosheit vergelten. Vertilge sie nach deiner Treue.
Ich will dir opfern aus freiem Trieb. Herr, ich liebe dich nicht, weil ich muss. Ich liebe dich, weil du wirklich gut zu mir bist. Deinen Namen, Herr, will ich loben, denn er ist gut. Hier war jemand, der wurde von seinem eigenen Volk verraten, von seinem eigenen Volk verkauft und verfolgt, beinahe getötet. Aber trotzdem war er selbst, als der Tod ihm vor der Nase stand, immer noch davon überzeugt, dass Gott gut ist. Denn er hat mich errettet aus aller Not und mein Auge sieht seine Lust an meinen Feinden. Er floh noch weiter in die Abgeschiedenheit. Er floh in die Wüste von En-Gedi am Toten Meer. Und dem Saul wurde es berichtet, dass David dort beim Steinbockfelsen bei En-Gedi eingeschlossen sei. Und Saul kam mit seiner Armee. Dort in der wilden Wüste verbarg sich David irgendwo und keiner konnte ihn finden. Als die Hitze besonders heiß wurde, nahm Saul die Gelegenheit wahr, sich in einer Höhle ein bisschen zu erleichtern. Und er ruhte sich dort aus und hatte keinen blassen Schimmer, dass tief im Dunkel der Höhle, wo kein Licht hineinkam, Hunderte seiner Feinde atemlos kauerten und sehr darauf bedacht waren, dass keine Sandale nur irgendeinen Stein berührt. Sie schauten genau gegen die blendende Sonne und an den Zeichen war es deutlich zu erkennen, es ist Saul und nicht mal sein Waffenträger ist in der Nähe. Was für eine Gelegenheit, ihn umzubringen! Und sie stießen David an, guckten ihn an und sagten, und David ging leise auf Sohlen, jedes Mal hoffend, dass der Saul auch beim nächsten Moment noch schnarchen würde. Und er stand mit seinem Schwert am Eingang der Höhle. Und er schnitt ihm ein bisschen was vom Zipfel ab, ein Zipfel vom Mantel, nahm das und ging zurück. Und seine Freunde schauten ihn an und sagten, nein, 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 nicht hier, hier, du hast dich geirrt, das war nicht der Kopf. Aber David hatte genau gewusst, was er getan hatte. Er würde kein Unrecht tun, um an sein Recht zu kommen. Gott hatte ihn gesalbt, Gott würde ihn auf den Thron bringen, er würde Gottes Gesetz nicht übertreten, selbst wenn sie ihn vorher töten würden. Und als Saul weiterzog, hört er die Stimme Davids aus der Höhle, als er vor die Höhle trat und ihm den Zipfel zeigte und sagte, schau mal, das hättest du sein können. Nun sieh, mein Vater, was für eine Anrede für einen Feind. Sieh doch den Zipfel deines Obergewandes in meiner Hand, erkenne und sieh daraus, dass nichts Böses in meiner Hand ist, auch keine Übertretung. Ich hasse dich nicht, ich will dir Gutes. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir und der Herr räche mich an dir, aber meine Hand soll nicht über dir sein. Wie man nach dem alten Sprichwort sagt, von den Gottlosen kommt Gottlosigkeit, aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Wisse, ich bin nicht gottlos, denn ich handle nicht gottlos. Und Saul, vor den Augen seiner eigenen Armee gedemütigt, sprach, du bist gerechter als ich, denn du hast mir mit Gutem vergolten. Ich aber habe dir mit Bösem vergolten. Es war, als würden noch einmal die Harfenklänge unhörbar dort in der Wüste En-Gedi sein Ohr und seinen Geist beschwichtigen. Und wie sollte jemand seinen Feind finden und ihn friedlich seines Weges ziehen lassen? Der Herr vergelte dir Gutes für das, was du heute an mir getan hast. War das nicht auch das, was Gott getan hatte? Fragten sich die Malachim. Hat er auch nicht seinen Feind, den Satan, ziehen lassen und ihn in all den Jahrtausenden immer noch nicht umgebracht? Und nun siehe, und es waren Worte, bei denen selbst David stutzte.
Und nun siehe, ich weiß, sagte Saul, dass du gewiss König werden wirst und dass das Königreich Israels in deiner Hand bestehen wird. Solch ein Charakter bringt ein beständiges Königtum. Und dort in der Wüste von Engedi, einer Oase, die bis heute Davids Wasserfall heißt, vielleicht dort oder in der Nähe komponierte er ein Lied. Sei mir gnädig, o Gott, sei mir gnädig. Denn bei dir birgt sich meine Seele und ich nehme Zuflucht unter dem Schatten deiner Flügel, bis das Verderben vorübergezogen ist. Sie haben meinen Füßen ein Netz gestellt, meine Seele niedergebeugt, sie haben eine Grube gegraben vor mir und sie sind selbst hineingefallen. Wach auf, meine Seele, Harfe und Laute, wacht auf. Ich will die Morgenröte wecken, Herr, ich will dich preisen unter den Völkern. Ich will dir Lob singen unter den Nationen, denn groß bis zum Himmel ist deine Gnade und deine Treue bis zu den Wolken. Erhebe dich über die Himmel, o Gott. Über der ganzen Erde sei deine Herrlichkeit. Es war in jener Zeit, dass Schemuel, der alte Prophet und ehemalige Priester und Richter, starb. Und ganz Israel trauerte ihm nach. David floh weiter. Er floh in die Wüste Paran und blieb dort etliche Monate. Aber er war nicht einfach ein Verbrecher, der dann schlimme Dinge tat. Nein, er wollte die Zeit seiner Flucht für Gutes nutzen. Und so sah er dort Herden, die Hilfe brauchten. Und er mit seinem Hirtenherz entschloss sich, diesen Hirten zu helfen, sie zu beschützen vor Feinden, Tag und Nacht, Sommer wie Winter. Die Herden gehörten einem reichen Gutsbesitzer mit Namen Nabal, der Narr. Und eines Tages machte Nabal ein großes Fest und David ließ höflich anfragen, ob er nicht auch zum Fest eingeladen sein könnte, weil seine Mannen nach all den Monaten des Dienstes vielleicht einen kleinen Lohn erwarten würden. Aber Nabal reagierte mit völliger Verachtung. Er sagte, heutzutage ziehen viele Knechte von ihren Herren weg, viele entlaufen heute weg. Wer bin ich, dass ich alle durchfüttern sollte? Wer bist du denn, David? Und David, derselbe David, der seinen Feind verschonte, wurde plötzlich irrsinnig wütend. Und er schwor auf den Hügeln der Wüste Paran mit Worten, von denen man kaum glaubt, dass sie aus dem Mund eines David kommen würde. Er sagte, ich werde niemanden am Leben lassen von der Familie und dem Haus Nabal, der gegen die Wand pisst. Originalworte. David. Und er machte sich auf mit seinen mittlerweile 600 Mann, um Nabal und seine Familie und sein Haus dem Erdboden gleich zu machen. Dessen Frau hörte davon. Sie ist Abigail. Mein Vater ist Freude. Und sie verstand blitzartig die Situation, während ihr Mann tatsächlich ein echter Tor, ein Dummkopf war. Ein Bösewicht war sie, eine sehr kluge, sehr verständige Frau. Sie wusste, wie man diesen David vielleicht besänftigen könnte. Und sie nahm Brot und Rosinen und Kuchen in ausreichender Menge und kam dem David entgegen. Und demütig sprach den David an, vergib doch deiner Magd die Übertretung, denn der Herr wird gewiss meinem Herrn ein beständiges Haus bauen, weil mein Herr die Kriege des Herrn führt. Und während die Mannen von David nur Lobhudelei hörten, hörte David einen ganz feinen, einen ganz sensiblen, aber desto härteren Tadel. David führt die Kriege des Herrn. David, bist du gerade unterwegs, um den Krieg des Herrn zu führen? Oder bist du gerade unterwegs, deinen Krieg zu führen? Ist dieser Kampf vom Herrn dir aufgetragen worden?
Und dann führte sie weiter aus und sagte, und nichts Böses soll an dir gefunden werden, dein Leben lang. David verstand. In seiner Wut hätte er beinahe sein Leben befleckt, für immer einen schwarzen Makel auf seinem Lebensbericht gehabt. Und er dankte ihr und sagte, und gesegnet sei dein Verstand, gesegnet seist du, dass du mich heute davon zurückgehalten hast, in Blutschuld zu geraten und mir mit eigener Hand zu helfen. Derselbe David, der ständig erlebt hatte, dass Gott für ihn kämpft, im entscheidenden Moment, wollte plötzlich sich selbst retten. Und eine Frau, Abigail, hat ihn bewahrt. Als die zurückkehrte und ihrem Mann berichtete, konnte sie ihm nicht wirklich berichten, weil der gerade sturzbesoffen bei seinem Fest war und immer noch fluchte über diesen weggelaufenen Knaben David. Und jeder andere hätte auch den Goliath besiegen können, was der sich nur einbildet. Vielleicht hat er auch erbrochen vor lauter Wein, den er gesoffen hat. Am nächsten Morgen, als der Kater langsam entschwunden war, da hörte er die Worte Davids. Er hörte die Worte 600 Helden und er hörte die Worte, sie wollten dich. Das Wort töten hat er vielleicht nicht mehr gehört, er bekam einen Schlaganfall. Und nur wenige Tage später war er tot. Und David nahm Abigail zur Frau. Er hatte schon eine andere Frau genommen, Achinoam, denn Michael konnte er nicht mehr haben. Sie war von Saul einem anderen gegeben worden. Und weiter floh er in der Wüste. Und wieder kam Saul und wieder mit seiner Armee. Und als sie dort in der Wüste lagerten und David und seine Mannen auf dem Berghügel sich versteckten, da kam ihm und einem seiner besten Männer, dem Abishai, ein verwegener Gedanke. Warum nicht wie einst Gideon ins Lager der Feinde steigen? Das taten sie bei Nacht. Und sie stiegen über einen Israeliten und einen anderen und arbeiteten sich in das Zentrum des Lagers vor, bis sie anhand des Zeltes und der Ausrüstung erkennen konnten, hier muss gleich der König kommen. Und da lag er, Saul. Und da lag Abner und die Waffenträger. Und Abishai schaut ihn an. Und David sagte, nein. Und sie nahmen einen Krug. Und ein bisschen was anderes. Und gingen wieder den Berg hinauf. Am nächsten Morgen hörte Saul die Worte, warum verfolgt denn mein Herr seinen Knecht? Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Was habe ich getan und was ist Böses in meiner Hand? Auch damals hat er ein Lied komponiert. Mit den Worten, oh Gott, du bist mein Gott. Früh suche ich dich. Meine Seele dürste nach dir, mein Fleisch schmachte nach dir in einem dürren, lechzenden Land ohne Wasser. Dass ich deine Macht und Herrlichkeit sehen darf, gleich wie ich dich schaute im Heiligtum damals bei den Priestern von Nob. Denn deine Gnade ist besser als Leben. Meine Lippen sollen dich rühmen. Oh, will ich dich rühmen mein Leben lang, in deinem Namen meine Hände aufheben. Denn du bist meine Hilfe geworden und ich juble unter dem Schatten deiner Flügel. An dir hängt meine Seele, deine Rechte hält mich aufrecht. Zweimal hatte er Saul verschont. Und zweimal hatte Saul gesehen, dass David nichts Böses vorhatte. Zweimal hat er ihn in Frieden ziehen lassen. Doch Saul hatte sich im Herzen nicht geändert. Und David sah ein, dass er in Israel nicht willkommen war. So entschloss er sich tatsächlich, bei den Philistern zu leben. Und er bekam von den Philistern eine Stadt zugeteilt, eine kleine Stadt mit Namen Ziklag, von wo er aus Überfälle
übernehmen sollte. Er bekam den Auftrag der Philisterkönige, Einfälle in das Südgebiet von Israel, in den Stamm Juda zu machen. Das war seine Heimat. Und so entschloss er sich, genau das Gegenteil zu tun. Wann immer er auch mit seinen Mannen loszog, zog er gen Osten, und wenn er weit genug aus der Stadt entfernt war, bogen sie weit nach Süden ab. Und stattdessen kämpften sie gegen Amalekiter und andere Völker im Süden. Sie konnten niemals lebende Gefangene mitbringen, denn die hätten ja verraten, dass es keine Judäer waren, die sie umgebracht hatten. Und nach einiger Zeit entschlossen sich die Philister wieder für einen großen Eroberungszug gegen Israel. Sie lagerten sich in Jezreel, wo schon in der Zeit der Richter große Schlachten geschlagen worden waren, und Saul war verzweifelt. Gegen die Gesamtübermacht der Philister schien er machtlos zu sein. Und so fragt er die Propheten, aber die hatten kein Wort für ihn. Und er betete zu Gott, aber der schien ihm nicht zu antworten. Da kam ihm ein verwegener Gedanke. Gab es nicht vor Zeiten auch Möglichkeiten, mit den Toten in Kontakt zu kommen? Er fragte einen seiner Berater, ob es nicht irgendwo jemanden noch gäbe, der so eine Grube hat. Seine Berater erinnerten ihn daran, dass er selbst Saul in jungen Jahren als früher König all diese Totenbeschwörer aus dem Land ausgerottet hatte. Aber jetzt war er verzweifelt. Und er drang in sie und sagte zu ihnen, gibt es nicht irgendjemand, sagt mir doch, findet ihr vielleicht jemand, irgendeine Frau, die eine Grube hat? Und es wurde ihm berichtet, dass in Endor eine Frau mit einer Grube ist. Die alte Praxis der Kananiter, wo in großen Gruben Opfer gebracht wurden, bis unter den magischen Beschwörungen ein Dämon aufstieg. Einer von den Malakim, die Satan gefolgt waren und die es sich zu einem Spaß machten, Menschen zu imitieren, die verstorben waren. Verkleidet klopfte er an der Tür dieser Frau. Die wollte erst ihn nicht bedienen, weil sie ihn als Kunden nicht kannte. Aber er versicherte ihr, dass sie nichts zu befürchten hat. Aber als er ihr den konkreten Auftrag gab, als sie über der Grube saß und ihre Beschwörungsformeln begann, und als er sprach, bring Samuel herauf, schrie sie auf. Und sagte, du bist Saul. Warum hast du mich betrogen? Du bist ja Saul. Aber er beschwichtigte sie, mach dir keine Sorgen, du wirst am Leben bleiben. Und so beschwörte sie weiter ihre Grube, bis sie ein Götterwesen aus der Erde heraufsteigen sah. Dieses Götterwesen sah aus wie der verstorbene Shmuel. Dieser Malakim hatte sogar die Tonsprache des Shmuel studiert und sprach mit demselben Dialekt und denselben Wortwendungen. Und der verblendete, rebellische Saul glaubte, mit dem zu sprechen, der ihn einst zum König gekrönt hatte. Der Tag der Schlacht kam. Es sollte bei Afek gekämpft werden, jener Schlacht, jenem Ort, wo Generationen zuvor die Bundeslade verloren gegangen worden ist. Und im Heer der Philister waren auch die Kämpfer von Gad. Und der König von Gad war einer der 5 Philisterkönige, die die Armee anführen sollten. Und einer seiner wichtigsten Berater war David. Und in dessen Herz, in dessen Brust tobten 2 Herzen. Er sollte seiner Pflicht treu sein, den Philistern zu helfen, aber er konnte doch nicht gegen sein eigenes Land kämpfen, für das er als König gekrönt oder gesalbt war. Die Philister selbst entschieden, dass es keine gute Idee war, David mitkämpfen zu lassen. Und obwohl Gad sich erhoffte und erbetete, dass David mitkämpfen dürfe, erlaubten es die anderen Philister nicht. Zu tief saß die Kränkung
über das, was David in früheren Zeiten ihn angetan hatte. Und so wurde er zurückgeschickt. Und als er mit seinen Mannen in Ziklag ankam, sah er, dass die Stadt verwüstet worden war von Amalekitern. Alle Frauen, alle Kinder waren weggeschleppt worden. Und seine treuen Mann, die ihm durch dick und dünn gefolgt waren, über jeden Gebirgskamm, durch jeden Wald, in jeder Höhle ihm treu gewesen waren, die hatten es jetzt satt. Sie hatten ihre Kinder, ihre Frauen, alles verloren für einen vermeintlichen König, der gleichzeitig für die Feinde dient. Und sie überlegten, ob sie David nicht besser steinigen sollten. Und als David von seinen besten Freunden im Stich gelassen wurde, da heißt es, David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und sie zogen den Amalekitern nach und einige seiner Mannen waren so erschöpft, dass sie an einem Bach zurückbleiben mussten. Aber David besiegte die Amalekiter und die Beute wurde dann fair aufgeteilt. Alle Frauen und alle Kinder konnten gerettet werden. Währenddessen kam der große Entscheidungstag, die Schlacht zwischen den Philistern und Israel. Und auf den Hügeln von Gilboa, die über dem Tal von Afek liegen, kämpften die Israeliten tapfer. Und in der untergehenden Sonne starb ein Israelit nach dem anderen. Und auch die Söhne von Saul starben. Jehonathan, diese treue Seele, die bis zum letzten Atemzug für seinen Vater kämpfte, starb durch ein Schwert der Philister. Und sein Name wurde wertgeschätzt im Himmel. Und als Saul sah, dass er nicht gewinnen konnte, da nahm er sein Schwert und stürzte sich in dasselbe. Israel hatte die zweite gewaltige Niederlage gegen die Philister erlitten. Und die Nachricht breitete sich im Lande aus. Die Verwandten von Saul flohen und auf der Flucht ließ eine Amme den Sohn von Jonathan, der 5 Jahre alt war, fallen. Und er wurde gelähmt für sein Leben lang. Und der Kopf und der Leichnam von Saul wurden geschändet und an die Städte der Philister gebracht. Sein Leichnam wurde an eine Mauer gehängt, sein Kopf aufgehängt. Und die Bewohner von Jabes in Gilead, die Saul als junger König gerettet hatte vor den Ammonitern, die erinnerten sich nach 4 Jahrzehnten an den König, der sie gerettet hatte. Und in einer Geheimoperation holten sie den Leichnam von Saul zurück und begruben ihn unter der Tamariske bei Jabes in Gilead. Es kam ein amalekitischer Junge, der vorgab, in Diensten Sauls gestanden zu haben und mit dessen Einwilligung den König umgebracht zu haben. Er brachte die Krone zu David und sagte, schau mal, ich habe den König umgebracht und jetzt bringe ich dir die Krone. Doch David ließ diesen Verbrecher umbringen. An diesem Tag starb ein Mann für ein Verbrechen, das er nicht einmal begangen hatte, sondern sich nur damit gerühmt hatte. David konnte nicht akzeptieren, dass irgendjemand glauben könnte, er hätte jemand beauftragt, Saul umzubringen. Stattdessen sang er ein Klagelied für die gefallenen Könige. Deine Zierde Israel liegt auf deinen Höhen erschlagen. Wir sind die Helden gefallen. Berichtet es nicht in Gat, verkündet es nicht auf den Straßen Askalons, dass sie nicht freuen, die Töchter der Philister, dass nicht frohlocken die Töchter der Unbeschnittenen. Vom Blut der Erschlagenen, vom Fett der Helden ist Jonathans Bogen nie zurückgewichen. Und das Schwert Sauls ist nie leer wiedergekommen. Hier war der künftige König Israels, der seinen Feind, der ihn jahrelang verfolgt hatte, mit einem Todeslied, mit einem Klagelied ehrte. Saul und Jonathan, geliebt und lieblich im Leben, sind auch im Tod nicht geschieden. Sie waren schneller als Adler, stärker als Löwen. Wie sind doch die Helden gefallen mitten im Kampf? Jonathan liegt erschlagen auf deinen Höhen. Es ist mir leid um dich, mein Bruder Jonathan.
Du bist mir sehr lieb gewesen. Wunderbar war mir deine Liebe. Mehr als Frauenliebe. Wie sind die Helden gefallen und verloren die Waffen des Krieges. Aber nun war die Zeit. Nun war die Zeit, dass ich bewahrheiten sollte, was Schemuel damals in Bethlehem gesagt hatte. Es war das Jahr 2948. Und es entspricht dem Jahre 1011 vor unserer Zeit, als David in Hebron, der Hauptstadt des Stammes Juda, zum König über seinen Stamm Juda gekrönt wurde. Und als General seiner Armee benannte er Joab, den Bruder von Abishai. Beides waren Neffen von ihm. Aber der Rest von Israel hatte noch keine Intention, David als König anzuerkennen. Abner, der General Schauls, der die Schlacht gegen die Philister bei Afek überlebt hatte, nahm einen der übrig gebliebenen Söhne und machte ihn zum König im Ostjordanland und verlegte die Hauptstadt dort nach Mahanaim, an den gleichen Ort, an dem Jakob vor Jahrhunderten die Engel gesehen hatte, die ihm auf dem Weg begleiteten. Der Name dieses Sohnes war Ish-Baal, aber hinter vorgehaltener Hand nannte man ihn stets Ish-Boschet, den Mann der Schande. Und es kam, wie es kommen musste, die Stämme des Nordens und Juda standen sich jetzt feindlich gegenüber. Und Abner, der General Israels, und Joab, der General Judas, trafen sich zu einer Schlacht. Und sie schickten ein paar junge Leute, die sollten sich erstmal messen, aber dieses sportliche Kampfgeschehen erweiterte sich schnell zu einer gewaltigen Schlacht. Und Juda behielt die Oberhand und selbst Abner, der General Israels, musste fliehen und einer war ihm auf den Fersen. Das war der Bruder von Joab. Und er war schneller als Abner. Und Abner erkannte, wer ihm auf den Fersen ist und sagte, geh weg, erschlage einen von den Jungen, aber erschlage nicht mich, weil wenn du mich schlägst, werde ich dich zuerst töten. Ich will dich nicht töten, denn ich weiß, wer du bist. Aber Joabs Bruder hörte nicht auf ihn. Und so drehte sich Abner um und tötete ihn. Dort in Mahanaim regierte Ish-Boschet für einige Jahre. Und all die Jahre war Krieg zwischen Israel und Juda. Und eines Tages, da wurde Ish-Boschet, Ish-Baal, böse auf Abner. Er meinte, dass Abner eine Affäre mit einer der Nebenfrauen angefangen hatte und hielt ihm das vor. Und Abner starrte ihn an. Du, kleiner Wurm, den ich zum König gemacht habe, du greifst mich an? Und er wollte ihm zeigen, wer wirklich die Macht im Lande Israel hat. Und er sagte ihm ins Gesicht, dass er sich jetzt von Israel zu Juda wenden würde, dass er jetzt David unterstützen würde. Und er ging zu David. Der war sich nicht erst sicher, ob er diesen berühmten General in seine Dienste aufnehmen sollte. Aber als Zeichen seiner echten Unterwerfung brachte Abner tatsächlich Michal mit, die Frau, die David längst aufgegeben hatte. Die hatte einen anderen Mann heiraten müssen. Und der arme Mann musste weinend zusehen, wie seine Frau jetzt wieder abtransportiert wurde. Und Abner kam nach Hebron. Und er unterredete sich mit David und sagte, schau mal, ich bin der General. Und vergiss den Ish-Baal, der war eh nur eine Marionette. Wenn wir ein Bündnis machen, kann ich dir alle Stämme Israels gefügig machen. Und David hörte sich das an. Und David dachte, das wäre eine kluge politische Idee, ein kluger Schachzug. Und so machten sie einen Bund. Und Abner zog aus, mit dem Ziel, all die Stämme Israels für David zu gewinnen. Joab hörte davon. Und er ging zu David und sagte, bist du des Wahnsinns, du hast mit Abner, dem General der Feinde, paktiert? Ja und? Er ist jetzt auf unserer Seite.
Joab merkte, dass er David nicht überstimmen konnte und er verließ den Königshof und ließ Boten zu Abner senden, dass noch etwas Wichtiges vergessen worden sei, er möge noch einmal von seinem Weg zurückkommen. So kam Abner zurück und Joab traf ihn im Stadttor und sagte, ich habe etwas ganz Wichtiges zu bereden hier mit dir. Ja, was ist denn so wichtig? Komm mal mit. Und er kam ihm ganz nahe. Und er redete ein bisschen vielleicht über das Wetter in Hebron. Und dann stach er zu und tötete den General Israels. Und als der in sich zusammensackte, da flüsterte ihm Joab noch in die Ohren, und das ist dafür, dass du meinen Bruder umgebracht hast. David war außer sich. Und er ließ Abner mit einem Staatsbegräbnis begraben. Und Joab musste selbst dort stehen und Trauer tragen und Abner ehren. Aber sein Herz war unverändert. Als Israel hörte, dass Abner, der General, tot war, hatte nun wirklich niemand mehr großes Interesse, auf diesen Ishbosheth zu hören. Und am helllichten Tage, in der Hitze des Tages, wagten sich zwei Bedienstete von Ishbal, ihm den Kopf abzuschlagen. An diesem Kopf hatten sie nicht schwer zu tragen, zumal sie zu zweit waren. Und sie kamen nach Hebron und zeigten stolz dem David den Kopf seines Feindes und waren sicher, nach all dem, wie sie sonst so dachten, dass ihnen bestimmt jetzt vielleicht ein Posten in der Armee, vielleicht ein Ministerposten oder irgendetwas anderes, wenigstens viel Geld zur Verfügung gestellt werden würde. Aber David richtete die Mörder sofort. Kein Mensch sollte jemals glauben, dass er an das Königtum durch Mord oder Intrige gekommen sei. Es war das Jahr 2955, 1004 Jahre vor unserer Zeit. Und die Stämme Israels kamen alle mit Abgesandten nach Hebron und sagten, wir wissen keinen anderen, wer König sein sollte. Du sollst König sein. Aber David wusste, es wäre vielleicht politisch unklug, in Hebron die Hauptstadt zu haben. Und er fragte sich, wo soll ich meine Hauptstadt haben? In Gibea, dort wo Saul gewesen ist, in Mahanaim, da wo Ishbosheth gewesen ist. Wäre es nicht besser, eine neue Hauptstadt zu haben? Und als er sich so die Topographie von Israel überlegte, da kam ihm eine verwegene Idee. Gab es nicht dort diese eine Stadt, die schon von Josua eingenommen worden war, aber die dann wieder verloren gegangen war, an die Jebusiter? Die Stadt, von der man sich erzählt, dass dort vor Urzeiten ein König Melchisedek regiert hatte. Die Stadt Salem, die jetzt Jebus hieß. Die Niedergetretene. Und er zog mit seiner Armee genau an diesen Ort. Die ehemalige Stadt Shalem, die jetzt Jebus hieß. Und sie standen vor den gewaltigen Stadtmauern. Es war wie ein schwarzer Fleck auf der Karte Israels. Alles andere gehörte David. Aber diese Stadt war immer noch in kananitischer Hand. Und die Stadtbewohner spotteten und sagten, die Lahmen und Blinden wären eher in diese Stadt eingehen als David. Und David wusste, der Kampf würde schwer werden, die Mauer ist stark. Aber sein General Joab, so finster der moralisch war, so genial war er militärisch, er fand einen geheimen Eingang, einen Kanal, einen Tunnel durch den Berg hindurch. Und sie eroberten die Stadt von innen heraus. Und David nannte diese Stadt, diese einzige Stadt der Kananiter, die übrig geblieben war, und die jetzt zur Hauptstadt seines Königreiches werden sollte. Er gab ihr den Namen Shalem zurück, aber er änderte ihn ein klein wenig. Er nannte die Stadt jetzt Jerusalem, Fundament des Friedens. Und aus einem Grund, den seine Mitmenschen damals nicht ganz verstanden, gab er diese Stadt einen Namen im Dual, so als ob es die Stadt zweimal gäbe. Als ob es noch irgendwo eine Jerusalem gab. Nur die Engel im Himmel verstanden die Anspielung. Sie wussten von jener Stadt.
Und damals, als er von allen Feinden Rettung bekommen hatte, sang er dieses Lied in Zion, in Jerusalem. Ich will dich von Herzen lieben, o Herr, meine Stärke. Der Herr ist mein Fels, meine Burg und mein Retter. Mein Gott ist mein Fels, in dem ich mich berge. Mein Schild und das Horn meines Heils, meine sichere Festung. Den Herrn, den Hochgelobten, rief ich an und ich wurde von meinen Feinden errettet. In jener Zeit nahm er Kontakt auf mit Hiram, dem König der Phönizier in Tyrus. Und der sandte ihm mächtiges Zedernholz vom Libanon, damit David sich einen schönen, großen, standesgemäßen Palast bauen konnte. Wieder kam es zur Schlacht mit den Philistern. Und David errang einen gewaltigen Sieg. Er sagte damals, der Herr hat meine Feinde von mir zerrissen, wie das Wasser einen Damm zerreißt. Nur wenig später kamen die Philister wieder. Sie wollten ihre Lektion einfach nicht lernen. Und wieder besiegte David sie, diesmal durch einen militärischen Kunstgriff, durch einen Hinterhalt, als seine besten Leute von den Balsambäumen die Philister angriffen. Aber sein großer Wunsch war, dass etwas mit dem Heiligtum passierte. Noch immer war die Bundeslade irgendwo so eine heiße Kartoffel, die immer von einem Ort zum anderen gegeben wurde. Keiner wollte sie wirklich haben. Und so entschied er sich, die Bundeslade gehört nach Jerusalem. Und in einer feierlichen Prozession nahmen Ochsen und einen Karren. Und irgendwie war niemand da, der ihnen sagte, dass man eine Bundeslade nicht auf Ochsenkarren spannt. Es sei denn, man ist ein Philister und weiß es nicht besser. Und sie tanzten und machten Musik und hatten viel Freude bei dieser Prozession, bis einer der Ochsen, vielleicht war die Musik etwas sehr anregend für diesen Ochsen, vielleicht hat er sich zu viel bewegt, jedenfalls stolperte der Ochse und der Karren verkantete sich und er drohte, die Bundeslade herabzuwerfen. Und einer, der in der Nähe stand, dachte sich, dass Gott seine Bundeslade nicht beschützen kann. Er muss es selber tun. Und obwohl er wusste, dass die Bundeslade nicht berührt werden darf, dachte er, Gott schafft es nicht mehr, in diesen anderthalb Sekunden diese Bundeslade aufzufangen. Ich muss es tun. Er fasste sie an. Er starb sofort. Und David war so erschrocken, dass er mit weitem Abstand die Bundeslade verließ. Einige Zeit verging, und man konsultierte die Schrift, man konsultierte die Leviten, wie muss eigentlich eine Bundeslade behandelt werden. Und als das geklärt war, kam es zu einer großen und feierlichen Prozession mit schöner Musik. Und alle sechs Schritte wurde ein Opfer gebracht. Das Opfer fertig war, nahm man die Bundeslade und ging weitere sechs Schritte. Wurde wieder ein Opfer gebracht. Diese Prozession dauerte sehr lange. Und David freute sich. Und er freute sich, dass Gottes Gegenwart jetzt endlich in Jerusalem sein konnte. So sehr, dass er hüpfte und begeistert war. Viel Bewegung konnte er nicht machen, weil alle sechs Schritte musste er ja opfern. Und als Michael, seine Frau, ihn aus dem Fenster sah, wie er dort hüpfte und sich freute und in seiner Kleidung so aussah wie alle anderen, da verachtete sie ihn und tadelte ihn, dass er sich unter das gemeine Volk gemischt hätte. Aber sie verstand nicht, was ihn bewegt hatte. Und David überlegte sich, wäre es nicht gut, wenn ich einen Palast habe aus Zedernholz mit den Zedern vom Libanon, auch für den Herrn einen Tempel zu haben? Bisher gibt es immer nur dieses Zelt. Ist das nicht ein bisschen überholt? Und so rief er den Propheten Nathan und fragte ihn, ob es nicht gut sei, ein Haus zu bauen für die Bundeslade. Und Nathan sagte, super Idee, fang gleich damit an. Aber Gott gab dem Nathan einen Traum und sagte, halt, stopp, du bist zwar Prophet, aber ich sage dir, was du zu sagen hast. Zu früh gefreut. David wird keinen Tempel bauen, denn er ist ein Mann des Blutes, ein Mann des Krieges. Und so ging Nathan zum David zurück und sagte, es tut mir leid, was ich vorher gesagt habe, war meine persönliche Meinung. Jetzt spreche ich im Namen des Herrn.
Dein Sohn wird einen Tempel bauen, du nicht. Aber der Herr wird dir ein Haus bauen. So verkündigt dir nun der Herr, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen wird, und ich werde sein Königtum befestigen. Du wolltest mir ein Haus bauen, ich werde dir ein Königshaus bauen, eine Dynastie. Deine Dynastie, David, wird nicht zugrunde gehen. Sie wird auf ewig sein. Dein Haus und dein Königreich sollen ewig Bestand haben vor deinem Angesicht. Dein Thron soll auf ewig feststehen. Und David ahnte etwas von dem tiefen Inhalt dieser Worte, als er ausrief, und das war noch zu wenig in deinen Augen, Herr, du mein Herr, sondern du hast über das Haus deines Knechtes noch von ferner Zukunft geredet. Und zwar, Herr, mein Herr, als Weisung für den Menschen. Er erkannte in diesen Worten nicht nur die Zusage, dass sein Sohn und sein Enkel auch Könige in Juda sein und Israel sein würden. Er erkannte darin eine Zusage für die ganze Menschheit an ein Königreich, das bis dahin kaum zu erahnen war. Und er führte Krieg gegen die Philister und er führte Krieg gegen Moab und gliederte Moab und die Philister seinem Reich ein. Und er führte sogar Krieg mit den Aramäern dort in Dimaschka, in Damaskus. Und auch sie besiegte er und sein Reich vergrößerte sich und wurde langsam eines der größten Reiche der damaligen Welt. In einer Schlacht bei Zoba eroberte er die berühmten goldenen Schilde. Und im Salztal wurden die Edomiter besiegt. Joab verbrachte 6 Monate dort, dieses Reich einzunehmen. Und das Reich Davids war voller Frieden, voller Gerechtigkeit. Er hatte gute Beamte, Schreiber, Heerführer, Staatsführer. Hier war ein Königreich, zu dem andere aufschauten. Gerechtigkeit und Frieden und Harmonien waren Grundfesten. Jerusalem wurde zum Hoffnungsschimmer für eine ganze Welt. Nach Jahrtausenden von Anarchie und von Blutvergießen schien hier ein Staat zu entstehen, der am ehesten dem Willen Gottes entsprach. Es kam der Tag, dass der König der Ammoniter starb, der mit David freundschaftlich verbunden war. Er residierte in Rabba, aber sein Sohn hatte kein Interesse an einem freundschaftlichen Verhältnis zu David. Und so kam es zum Krieg um Rabba. Und die Ammoniter verbündeten sich mit den Aramäern. Und in einer Doppelschlacht besiegten Joab und Abishai Ammoniter und Aramäer gleichzeitig. So verbündeten sich alle Aramäer, all die Fürstentümer der damaligen Zeit gegen Israel. Fast so, als würde es schon um einen Kampf um die Weltherrschaft kommen. Und es kam zu einer gewaltigen Schlacht nördlich des Sees Kinneret bei Helam. Und auch hier siegte David und Gott war mit ihm. Sieg an Sieg reihte sich. Und irgendwann war David des Siegens müde. Bei all den guten Generälen, die er hatte, bei Joab und Abishai, konnte er doch mal noch zu Hause bleiben, oder? Im nächsten Jahr sollte Rabba, die Stadt der Ammoniter, eingenommen werden. Aber David blieb zu Hause. Er segnete die Armeen, als sie sich auf den Weg machten, und Joab winkte ihm zurück und sagte ihm, denk dran, bevor wir die Stadt einnehmen, rufe ich dich, weil wenn ich sie einnehme, dann werde ich noch König, aber du musst der König werden. Also komm nicht zu spät. Ja, ja. Vielleicht hat er Harfe gespielt. Vielleicht hat er auch nur nachgedacht. Vielleicht hat er viel und gut gegessen. An jenem Abend konnte er nicht so richtig einschlafen. Die Sonne war noch nicht ganz untergegangen. Und er stieg noch einmal von seinem Bett auf, um ein bisschen frische Luft zu bekommen. Und als er auf dem Balkon stand und über Jerusalem, seine Hauptstadt, schaute, sah er eine Frau. Und er schaute nochmal hin.
Er kannte sie nicht. Aber je länger er schaute, desto stärker wurde sein Wunsch, dass diese Frau heute Abend in seinem Bett schläft. Er wusste, dass das nicht richtig war. Er hatte 6 Ehefrauen schon in Hebron gehabt. Und mehr in Jerusalem. Er hatte keinen Mangel an Frauen. Aber keine war so wie die. So schien es ihm. Und er überlegte, na, sie wird er wahrscheinlich gar nicht wollen. Wahrscheinlich gehört sie jemandem. Wahrscheinlich ist sie verheiratet. Aber die Stimme kam wieder. Du bist der König. Der König darf alles. Du weißt doch, was dir Hiram erzählt hat. Du weißt doch, was dir der König von Ammon erzählt hat. Könige dürfen alles. Du bist König. Nimm sie dir. Wenn nötig, mit Gewalt. Er erkundigte sich, wie sie hieß. Ihr Name war Bathsheba, Tochter eines Eides. Und sie war die Frau von Uriah. Und da traf es ihn ein bisschen, denn Uriah war einer seiner besten Kämpfer, ein relativ guter Freund, ein Ausländer, ein Hethiter. Mit dem Namen Jahwe ist meine Flamme. Es ist seine Frau. Er kämpft gerade für mich. Ah, vielleicht ist er schon tot. Er ist nicht tot. Nimm sie dir. Er ließ sie holen. Mit offenen Augen stand sie da. Sie konnte es gar nicht glauben, dass der König David, von dem ihr Mann immer so geschwärmt hatte, von dem ihr Mann gesagt hat, er würde für ihn sterben, dass der sie jetzt so anschaute. Aber David hatte sich mittlerweile entschlossen. Und es gab keine Widerrede. Ein paar Tage später, ein paar Wochen später, sagte sie ihm, sie sei schwanger. Und jetzt bekam er Panik. Er hatte gehofft, dass es niemand gesehen hat. Er war davon ausgegangen, dass es niemand bemerkt hat, aber jetzt würde es irgendwie herauskommen. Was sollte er tun? David war ja nicht dumm. Und überlegte sich, das Beste wäre, wenn Uriah ganz schnell nach Hause kommt und sie sich treffen und dann ist das Ganze geritzt. Uriah wurde geholt. Und er sprach ein bisschen mit Uriah und erkundigte sich nach der Schlacht. Aber während er mit ihm sprach und Uriah erzählte, stell dir vor, wir haben einen Angriff von der Westflanke gemacht und beinahe hätten wir die Stadt erobert, aber dann kam die Ammoniter wieder. Da hörte er zu und hörte zu und rührte in seinem Getränk. Und er dachte gar nicht an Westflanken und nicht an Ammoniter und auch nicht an irgendwelche Siege. Er dachte nur daran, wie bekomme ich diesen Mann jetzt in das Bett seiner eigenen Ehefrau. Und er befahl ihm, geh doch nach Hause. Und ruhte ein bisschen aus. Am nächsten Morgen wurde ihm berichtet, dass Uriah an der Türschwelle des Palastes übernachtet hatte. Und David rief ihn und sagte, warum tust du das? Du bist mein König. Ich bin dir treu. Meine Freunde kämpfen. Und ich sollte jetzt das Leben genießen? Es war, als ob die gesamte ammonitische Armee über ihn gewalzt wäre. Denn ja, seine ganzen Untergebenen kämpften für ihn. Und er, David, hatte das Leben genossen. Er dachte sich, okay, Uriah ist zu treu. Vielleicht kann man seine Treue brechen. Er hatte genügend erlebt im Leben und er wusste, dass Alkohol Menschen gefügig macht. Und er machte ihn betrunken. Und Uriah torkelte aus dem Zimmer. Und David flüstert ihm, geh zu deiner Frau, hast du schon lange nicht mehr gesehen, ich glaube, sie ist sehr schön. Und da brach seine Stimme. Und Uriah torkelte, aber selbst mit dem Alkohol in seinem Kopf war dieser Gedanke der Treue zum König zu stark. Er blieb an der Türschwelle. Und jetzt wusste David nicht mehr, was er tun sollte. Mehr Hochprozentigen hatte er nicht.
Jetzt musste die Strategie geändert werden. Er rief Uria zu sich und sagte ihm, sein Urlaub sei beendet und er müsse jetzt an die Schlachtfront zurück. Er gab ihm einen Brief. Und Uria war dankbar. Im Auftrage des Königs als Kurier einen Brief an Joab bringen zu dürfen. Sicher würde darin ein wichtiges Manöver befohlen werden. Und ja, das wurde es. Nur ahnt er nicht, dass er in diesem Brief hätte ihn aufgemacht, die Namen Uria hätte lesen können und Sorge dafür, dass er stirbt. Aber das wäre dem Uria nie eingefallen, einen Brief des Königs zu öffnen. Es war ja der Brief des Königs. Und so überbrachte er den Brief an Joab, der öffnete den Brief, las, schaute Uria an und dann machte er ihn wieder zu. Ein weiterer Angriff wurde befohlen auf die Stadtmauern von Ramah, der Hauptstadt der Ammoniter. Und die Ammoniter machten einen Ausfall, die Israeliten zogen sich zurück und dann gingen sie in den Gegenangriff über. Und sie drückten die Ammoniter wieder zurück in die Stadt. Und dann kamen sie der Stadtmauer sehr, sehr nahe. Und viele Soldaten erwarteten jetzt den Befehl und jetzt Rückzug, weil wir sind zu nahe an der Stadtmauer. Denn oben standen schon all die ammonitischen Schützen, die Pfeil und Bogen gezückt hatten. Man wusste, jetzt gleich muss Joab uns zurückschicken, weil ansonsten kommen wir in Gefahr. Aber Joab blieb seelenruhig. Er hatte den Brief gelesen, der Brief hatte gesagt, setze Uria an die vorderste Front und lass sie ganz nahe an die Stadtmauer heran. Und Uria fragte sich, warum ruft uns Joab nicht zurück? Das macht doch jetzt gar keinen Sinn, wenn wir hier kämpfen. Aber er wagte nicht, dem Befehl zu widersprechen. Und irgendein unbenannter, anonymer, ammonitischer Schütze zielte aufs Geratewohl und traf Uria. Und als Malachim dieses Ereignis aufschrieben und in ihren Büchern den Hauptverantwortlichen benannten, stand nicht der Name des ammonitischen Schützen. Auch nicht der Oberbefehlshaber der Ammoniter, der den Schuss befohlen hatte. Auch nicht der Oberbefehlshaber Judas und Israels, sondern ein Mann, der hunderte Kilometer entfernt in seinem Palast saß und den Schuss weder gesehen noch gehört hatte. Und Bathsheba konnte es nicht fassen. Sie war so verzweifelt. Aber David nahm sie zur Frau. Wenigstens das. Monate vergingen. Es war wie ein schwerer Felsbrocken, der auf der Seele des David lastete. Wie eine Hitze, wie eine Dürre, die nie aufhört. Eines Tages bekam er Besuch vom Propheten Nathan. Der erzählte ihm von einem merkwürdigen Fall, von einem Mann, der ein kleines Lamm hatte, das sein einziges war, das er hatte, das er liebte, das bei ihm sogar im Bett schlief. Und die ganze Familie freute sich an diesem kleinen, süßen Lamm und der Nathan, der schmückte das so richtig aus und erzählte, wie niedlich dieses Lamm gewesen war. Und wie dann der Nachbar kam, der große Schafherden besessen hatte und einen Besuch erwartete und nichts Besseres im Sinn hatte, als genau dieses geliebte, süße, kleine Lamm zu nehmen und den Besuch fortzusetzen. Und als David die Geschichte hörte, sprang er von seinem Thron auf und rief aus, so wahr der Herr lebt, der Mann, der dies getan hat, ist ein Kind des Todes. Dazu soll er das Lamm vielfältig bezahlen, weil er dies getan und kein Erbarmen geübt hat. Es war Stille im Palast. Und Nathan überlegte. Aber dann kamen seine Worte aus seinem Innersten, abgeschossen vom Heiligen Geist, schärfer als jeder ammonitische Bogenschütze. Du bist der Mann.
Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, indem du tatest, was vor seinen Augen böse ist? Uria, den Hethiter, hast du mit dem Schwert erschlagen und seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Und David war enttarnt. Die Lüge seiner letzten Lebensmonate war offenbar geworden. Und er realisierte, und er bekannte, und er sagte, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und er verzog sich in sein Kämmerlein und nahm seine alte Harfe und komponierte ein Lied. O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte. Tilge meine Übertretung nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Übertretung. Meine Sünde ist allezeit vor mir. Er konnte das Schluchzen von Bathsheba nicht aus dem Sinn bekommen. Diese Augen, die sich danach gesehnt hätten, noch einmal Uria zu sehen. Und es brach ihm selbst das Herz. Entsündige mich mit Hyssop, so werde ich rein. Wasche mich, so werde ich weißer als Schnee. Erschaffe mir, oh Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Innern. David erkannte, dass er völlig gegen die Wand gelaufen war. Er erkannte, dass es nicht zu reparieren gab. Er wusste, wenn, muss Gott sein Herz ganz neu schaffen. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Denn an Schlachtopfern hast du keinen Wohlgefallen. Er wusste zwar theoretisch, was das Gesetz des Mose vorgibt an Ochsen und an Ziegen und an Wittern, die man hätte jetzt Opfern bringen sollen, aber er wusste, das ist nicht, worum es geht. Ich kann mich nicht reinwaschen, indem ich einen großen Ochsen bringe. Du hast an Schlachtopfern keinen Wohlgefallen, sonst wollte ich sie geben. Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, oh Gott, nicht verachten. Und als er so dalag, sein Herz gebrochen war und alles, was er hatte, nicht sein Ruhm und nicht sein Reichtum und nicht seine militärischen Erfolge, sondern alles, was er vorbringen konnte, seine Bedürftigkeit war. Da entschied derselbe Gott, der sich von Jakob festhalten ließ und ihn zu Israel machte. Derselbe Gott, der immer gleich ist, entschied sich auch in diesem Fall, dem David, der sich an ihn klammerte, obwohl er wusste, dass er kein Recht mehr dazu hatte. Er entschied sich, ihm zu vergeben. Und David bekam Frieden im Herzen. Und als der Sohn der Bathsheba starb, nachdem er lange gefastet hatte, ob vielleicht sein Leben doch geschont werden könnte, hatte er trotzdem Frieden im Herzen. Und Bathsheba wurde noch einmal schwanger. Und er nannte den Sohn Schlomo, der Friedliche. Und dann kam die Nachricht von Joab: Es ist soweit. Und er ritt nach Ammon und er übersah das letzte Manöver. Rabba fiel und David setzte sich die Krone der Ammoniter auf. Wir wollen an dieser Stelle einen seiner Psalmen hören, vertont mit anderen Klängen, als sie wahrscheinlich David gespielt hat. Es ist das erste aus der Reihe all der Psalmen und es spricht von dem Segen, den jeder hat, der den Geboten Gottes folgt. Liebe Freunde, die Geschichte von David ist eine der bewegendsten der ganzen Bibel, weil sie all die Höhen und Tiefen des menschlichen Lebens kennt. Und David hat all das in Liedern, in Psalmen ausgedrückt, die die ganze Bandbreite dessen, was wir an Emotionen empfinden können, wiedergeben. Aber in all dem, egal ob er himmelhoch jauchzend König in Jerusalem war
oder ob er von Feinden bedroht an diesem Bergrücken ging und sein Feind auf der anderen Seite stand. Egal, ob er friedlich seine Schafe hütete oder von Reue und bitterem Schmerz gebeugt um Vergebung bat. Es gibt einen Refrain in seinem Leben, der immer wiederkehrt. Und das ist der, dass Gott ist gut. Er ist es immer. Egal, ob unter Verfolgung oder im Glück. Egal, ob wir treu sind oder nicht. Und das Leben von David zeigt, worin wahre Größe besteht. Es zeigt, worin das wahre Fundament aller Gesellschaft besteht. Wenn wir diese einfache Wahrheit anerkennen, und vielleicht gibt es heute unter uns oder denen, die zuschauen, auch jemand, der feststellt, ich bin so manchem Punkt auch ein David. Nicht nur in den positiven Beispielen, manchmal raste ich auch aus, wie er damals ausrastete bei Nawal. Manchmal habe ich meine Augen auch dort, wo ich sie nicht haben sollte. Und manchmal mache ich auch Kompromisse, die ich nicht hätte machen dürfen. Dann möchte ich heute Abend diese einfache und simple Frage stellen. Wer von uns möchte auch sich diesem Gebet des David anschließen? Herr, erschaffe mir ein neues Herz. Gib mir einen neuen Geist und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Wer von uns möchte sagen, ich brauche diese vergebende Kraft Gottes, die mein Leben auf Kurs bringt und auf Kurs halten wird? Gibt es jemanden, der sagt, das ist auch das, was ich benötige? Lass uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass die Bibel solch lebensnahe Geschichten uns präsentiert. Lebensnah deswegen, weil sie wirkliche, echte Wahrheit sind. Wir möchten dir danken, dass wir sehen konnten, dass in all den Höhen und Tiefen des Lebens, egal ob wir verraten werden oder gute Freunde haben, egal ob es uns gut geht oder wir vor dem Tode stehen, dass die Erfahrung von David uns lehrt, dass du immer gut bist, dass du dich immer um uns sorgst. Ja, dass du wirklich unser Hirte bist und dass, wenn wir dir folgen, es uns an nichts mangelt. Dem David mangelte nur, als er dich verlassen hat für einige Monate. Und selbst dann hast du ihm vergeben. Und wir danken dir, dass wir heute zu dir kommen können. In dem Bewusstsein, dass auch du uns vergibst, was immer wir auf unserem Herzen an blauen und schwarzen Flecken haben. Schenk du uns auch dieses reine, neue, ungeteilte Herz. Im Namen Jesu. Amen.